Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Zelda Ocarina of Time unterwegs, bei Gennen Schloss. Wir haben jetzt im letzten Part die Titanhandschuhe erhalten, deswegen bin ich jetzt wieder draußen, weil wir jetzt was ganz Spezielles holen. Ich glaube, das müsste noch eine... so eine Art Zauber ist das, glaube ich. Aber nicht so, wie ihr denkt, sondern ein bisschen anders. Seht ihr gleich. Den brauchen wir gar nicht zu schmettern. Lauf einfach durch. Achso, ja komm, schon machen brauchen. So, heben wir das Ding an hier. So, jetzt ich brauche ein Ocarina. Die Ocarina. So, ja, wir hatten ja im letzten Part keinen Ton mehr zum Schluss. Tut mir unwahrscheinlich leid, aber der Emulator hat rumgemuckt. Anscheinend. Das Audio-Plugin hat ein bisschen rumgesponnen. Jetzt haben wir das einfach neu gestartet und fertig. Passt schon. So. Jetzt kommen wir Laberei. Und dann holen wir uns die nächsten zwei Medaillen. Ich denke mal, dann können wir den Part wieder beenden. Dann gehen wir durch den Turm. Part beenden. Gendorf. Gennen. Fertig. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich denke mal, der letzte Part wird dann der längste. So ungefähr. So. Hallo, mein süßer Avenger. Ich bin die Fee des Mutes. Wer hätte es gedacht. Ich verstärke deine Abwehrkräfte gegenüber feindlichen Attacken. Ja, sensationell. Cyberai. Deine Abwehrkräfte wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft, nicht Kräfte. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Also nochmal. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Sensationell. Das mögen wir doch. Bis vorne im Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Nee. Ich glaube, ich sage das jetzt schon zum vierten oder fünften Mal. In dem ganzen Spiel. Habe ich noch nie beansprucht, werde ich auch nie brauchen. Außer bei Bongo Bongo. Da war ich natürlich froh, dass ich hier alles einstecken hatte, was ich brauchte. Ich weiß natürlich nicht, für was das jetzt gut ist. Was ich hier gerade mache. Aber... warum liegen die überhaupt rum, wenn du damit eh nicht machen kannst? Soll es vielleicht einfach nur ablenken oder ist dann das Skulltula drunter oder... keine Ahnung. Flat. 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 Und nochmal. So, das hebt man jetzt noch an. Wenn da eine Stunde ist, dann ist es... oh Mann. Gut, Zeit verschwendet. Sensationell. Scheißegal. Jetzt gehen wir wieder zurück und holen uns die letzten zwei Amulette nee, Quatsch. Amulette haben wir doch alle schon. Tun die, wie nennt man das, den Bannbrechen, danke. So ungefähr. Ja. Sensationell, der Teufelsturm. Trifft mich nicht, trifft mich nicht. Bam. Gut, wir müssen jetzt, nee, andere Seite. Jetzt machen wir erstmal das Licht. Weil Titanhandschuhe und so. Easy going. So, das Ganze noch einmal. Oh, Brokkum. Ohne Rücksicht auf Verlutschte. Was ist denn hier los? Bam. Zersplittert und zersprengt. So, rein da. Volles Rohr. Das sagt ja eigentlich schon wieder alles, ne? Wir brauchen wieder mal das Auge der Wahrheit. Tram! Ganz easy.
Jetzt dürfen wir uns wieder Patronen aussuchen, um zu ermitteln, wo der Schlüssel drin ist. Nee, müssen wir gar nicht. Kommt jetzt. Okay. Ich denke mal, in den anderen Truhen vermute ich jetzt einfach mal, da ist dann wieder so ein Eiszauber und Schisstrick drin. Ich kann das ja mal gerade demonstrieren. Nee, doch nicht. Ein Rubin, ein nutzloser. Sensationell. Und der nächste? So ungefähr geht es dann die ganzen Truhen entlang. Das sparen wir uns jetzt, hätte ich mal gesagt. Was machst du mit meinem Laufwerk? Achso, keine Ahnung. Mhm, okay. So, ja. Sensationell. Wie die Ocarina. Ey, was man hier alles in seinem Inventar rumjungeln muss, das ist ja nicht mehr feierlich. Okay. Cool. Yeah, jetzt haben wir's. Kleine Ratte. Yay, yeah, Kist ist gefallen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein... Doch nicht? Ein Schlüssel! Ey, wie einfach eigentlich, ne? Das ist, oh, ja. Hervorragend. So, wie... Ja. Mhm. Taya! Gut, jetzt verschaffen wir uns mal hier kurz einen Überblick. Ah ja, genau, da ist der nächste. Und dann hier. Mhm. Ach, jetzt laufen die hier gegeneinander, oder was? Das ist ja nicht so schön. Okay, ja, und wo... Ah, ich bin ja Killer-Bitch, was ist denn hier los? Ich kann nichts erschüttern. Ich habe die übelste Aufmerksamkeit überhaupt. So. Und wieder das Auge der Wahrheit. Ach ne, Pfeile vergessen. Oh Mann. So. 12 Pfeile. Oh, hier kann man nochmal durchgehen. Das ist sensationell. Haben sie mich voll verarscht, Junge. Was ist denn da los? Ja, gut. Rauru, oder wie er heißt. Nairu, Rauru. Das Lichtziegel ist gebrochen. Schnell, jetzt. Du Ratte, komm los. Ja, dann mach doch nicht so lange rum hier. Sieh zu! So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Feuersiegel. Dann haben wir's. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Ja, haben wir noch nicht. Sensationell, perfekt. Brauchen wir das halt jetzt auch noch. Weil es so schön war. Boah, jetzt hier Granaten, heiß und so. Okay, die müssen wir holen auf jeden Fall. Haben wir hier noch ein kleines Secret? Nee, haben wir nicht. Okay. Gut, achso, das sinkt dann immer so. Oh mein Gott. Ja. Na toll. Hervorragend. Also, so einfach wird es dann wohl doch nicht werden. Dann gehen wir halt das nächste Mal einfach erstmal woanders hin. Timen das Ganze ein bisschen besser. So. Jetzt gehen wir als allererstes hier rüber. Tram. So, warten bis die ganze Krütze hier wieder oben ist. So, jetzt haben wir das nächste. Und jetzt... Geschwind wie der Wind, mein Freund! Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Ah ja, genau, den Felsbrocken, den brauchen wir jetzt. Bis die Hose platzt. Hallo? So, jetzt kommen wir da nämlich auch hin.
Sensationell. So, mi nombre, keine Ahnung, Tres oder so. Jetzt können wir hier wieder drauf. Dann hier drauf. Eieieiei, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Nein! Ich flipp gleich aus. Lach nicht. Daneben nicht. Also ich fand das jetzt gerade gar nicht lustig. Nein, tue ich nicht. Ja, ja, Faluma. Mhm. Dann machen wir es halt wie gewohnt. Let's fail Feuerbann oder so. Machen wir jetzt hier. Nee, ach, jetzt hör aber auf. Ach komm, das ist doch... Du hast doch gelacht. Scheiße, Mann, was ist denn hier los? Bloß weil er immer so komisch springen muss. Wenn ich so in Panik bin, weil alles so, so schnell geht. Naja, wie heißt beim Mediamarkt? Hauptsache, ihr habt Spaß. Ey! Jetzt trifft mich das Ding doch. Ich flipp aus. So. Schön, dass du dich festhältst. Das ist sensationell. So, und jetzt machen wir keinen Fehler. Nein, wir gehen jetzt geradeaus wenigstens noch hin. So, hoch und so. So, und jetzt... Zell? Schmeiß weg jetzt! Lieber Gott. Das ist ja ewig lang feiern. Gut. So, jetzt müssen wir mal gerade einen Plan machen. Nee, nee, ich gehe jetzt bis zu dem Vorsprung da vorne und mache dann mit dem Fanghaken einfach so ein, übelstes hektisches Rumgemache. Boah, das... Nein! Oh, Junge! Genau, und jetzt hier rüber. Haja! Perfekt. So, mir kann hier jetzt nichts mehr passieren. So, verpingel dich. Toll. Die Flasche ist da jetzt runtergeflogen. Hier kann ich drauf. Hier auch. Jetzt haben wir das auch geschafft. Hier wieder drauf. Da wieder drauf. Ja, genau. Flasche in der Lava und so. Springt sofort hinterher, ist ja klar. Ach nee, jetzt komme ich da wieder nicht hin, oder was? Okay, ich bin also zu weit weg. Schön. Schön, schön. Müssen wir es wieder von hier aus machen mit purer Hektik und Verzweiflung. Haja! So, perfekt! Wir haben es geschafft, nach dem vierten Versuch oder so, haben wir es endlich gepackt, da reinzukommen. So, ein Herzchen hier, und hoffentlich ein Pfeil da. Nee, dann eben so ein nutzloses Ding. So, next one. Ich meine, 11 Pfeile haben wir ja noch. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Avenger, mein Bruder! Du Ratte! Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder! Hm, siehst du? Yay! So, jetzt müsste es eigentlich vollbracht sein. So, jetzt haben wir ja gar nicht so lang gebraucht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch durch die Hälfte des Turms. Mindestens, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hat 3, 4 Räume oder so. Ein paar Stufen, kein Thema für unseren athletischen Freund. Das sind hier 1000 Treppen zu laufen, ohne Schlaf, ohne alles. Wenn jetzt mal so drüber nachdenkt.
hat die drei Steine geholt, hat dann mal 7 Jahre Pause gehabt und dann nonstop durch, wach, ja. Den Energy, den der trinkt, den möchte ich auch mal haben. So, sensationell, weiter geht's. In die komische Schnauze. Boah. So, wir sind im Turm. Alter. Okay. Ach so, na, die Lichtpfeile, die kann ich mir jetzt schenken. Was zur Hölle macht dich jetzt ab da? Toll, ich krieg ein Herz. Sehr geil. Ist hier auch irgendwas? Noch ein Herz. Okay. Hätte das jetzt da hochlaufen, brauche einen Schlüssel oder so. Den ich hier so irgendwie nicht bekomme. Ja gut, laufen wir halt mal hoch, ne? Werden wir dann schon sehen, was auf uns wartet. Nix. Okay. Gut. Kein Schlüssel, kann nicht. Ah ja. Die Kollegen hier. So, mi nombre uno. Ach, Bigoron-Schwert, du hast doch gar keine Chance gegen mich, du Ratte. So, verpiss dich. So, Tür open. Open the door. Ah, die nächsten werden ein bisschen schwieriger. Rein da jetzt. So, jetzt müssen die Knochenköpfe kommen. Da ist nämlich schon der Master Key. Sensationell. Kannst du mal sehen. Alter, ich hasse das. So, jetzt. Und Nummer 1. Hau mich nicht. Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verarscht. Yeah, the Master Key. Woo. Das geht mal schnell jetzt. The Master Key, juhu! Sensationell! Nächste Tür. Die Orgel wird immer lauter. Wir haben es bald geschafft. Ich glaube, so ein Metallritter-Knochenkopf müssen wir auch noch... Ah, 2 Stück davon sogar. So, werde ich es jetzt beide aufwecken oder nur den einen? Ah, natürlich beide! Sensationell! Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Alles klar. Also, einmal kurz ausgetrickst. Flats! So, der eine ist jetzt ein bisschen schneller wie der andere. Ausgetrickst. So, mi nombre uno ist down. Toll, jetzt habe ich den rückwärts alle verpeilt. Kein Problem, kein Problem. Da sind Herzen. Toll, habe ich gleich schon wieder verloren. Sensationell. So, jetzt aber. Komm her. Du Ratte. So, nochmal. So. Jetzt wird er ein bisschen sauer, ein bisschen gastig. So, fertig. Verpingel dich, du Ratte. Hearts. Sensationell. Sehr gut. Ich glaube, es geht doch schnell, wie gedacht. Ich habe den Turm schon ewig nicht mehr gemacht. So, jetzt müssen wir... Ah ja, Master Key und so. Open the door. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen auftanken. Hier sind, glaube ich, sämtliche Feen und hast nicht gesehen. Die ich eh nicht brauche, weiß ich jetzt schon. Aber so ein paar Pfeile sind nie verkehrt und noch ein Herz, ja. Ja, gut, ein bisschen Energie, kann auch nicht schaden. Und, hallo? Jetzt sind wir ja eigentlich voll, ne? So, ein paar komische Münzen hier noch. Der Rubine, Münzen, Alter. So, Pfeile. Pfeile. Jetzt haben wir es doch schon gleich. Ja, Pfeile sind voll. Perfekt. Ich würde sagen, jetzt rennen wir noch eben schnell die letzte Treppe hoch und dann
Warte mal, bin ich hier reingekommen? Echt jetzt? Nee, muss ich unbedingt. Ah, doch, weil es nicht aufgeht. Sehr gut. Ja. Jetzt kommt die letzte Treppe. Die letzten paar Stufen trennen uns vor dem Großmeister des Bösen. So. Der kann doch eh nichts. Der kann doch nichts. Weiß nicht, soll ich jetzt lieber ein paar beenden oder nicht? Ich meine, wir haben zwei Siegel geholt, also befreit und jetzt den Turm noch komplett. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle, weil es ist wieder viel zu lesen und Zeug. Und ja, in diesem Sinne, falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht und so, dann ja, abonniert mich doch einfach. Es wäre beste Methode. Oder schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Avenger und Sohn. Bis dann.